Der Urner Heinrich Danioth malt den Teufel an die Wand. 1950 ein Ärgernis. Heute Kult und Symbol eines bewegten Künstlerlebens. Der Heinrich Danioth ist einer der besten Wandbildkünstler der 20er, 30er, 40er Jahre. Ein unglaublich freier Zeitgenoss. Er hat natürlich das grosse Pech gehabt, dass er der falschen Generation angehört hat. Mit seinen Nebelspalter-Karikaturen setzt Danioth im Zweiten Weltkrieg mutige Zeichen gegen Diktatur und Tyrannei. Aus Mehlkarton hat er den Hitler gemacht. Er ist aber überlebensgross, 2,5-3 Meter hoch. Wenn die wirklich reingekommen wären, also er musste gehen. Urquell seiner Kunst ist immer die Heimat. So geht am Bogen der London, man tanzt, wie der Teufel durch die Lieder schwanzt. Ich habe das Gefühl, er hat uns das so gegeben. Also, es kann uns nicht passieren. Schnee, 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 nur immer mehr, das Schnee, Schnee, Schnee. Danioth, der Teufelsmaler. Demnächst im Kino.